Die Digitalisierung ist eine der größten Chancen und Herausforderungen unserer Zeit. Zugleich erhöht sich die potenzielle Angriffsoberfläche der Unternehmen und damit die Gefahr für Cyberangriffe. Das einfachste Tor ist der klassische Laptop des Chefs, weil der am meisten Berechtigungen hat im System. Es ist ein ganz einfacher Weg, einen Trojaner auf so einem Laptop einzuschleusen. Bei uns ist tatsächlich das passiert. De facto war es dann so, dass wir benutzt worden sind von einer japanischen IP-Adresse, um wiederum Dritte zu erpressen. Besonders kleine und mittelständische Betriebe in ihren engen und effektiven Strukturen stellt diese Situation vor echte Schwierigkeiten. Wenn man sich die Entwicklung der Cyberkriminalität ansieht, dann sehe ich da ganz klar auch eine große Gefährdung im kleinen und mittelständischen Bereich, weil die Eintrittspforten durch diese Betriebe geleistet werden. Die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand bietet bundesweit Unternehmen direkte Unterstützung, praxisnah und passgenau. Mithilfe des Segomat, der neu entwickelten App und Online-Anwendung der Transferstelle, kann jedes Unternehmen den eigenen individuellen Sicherheitsbedarf ermitteln und sich passende Angebote anzeigen lassen. Anschließend erstellt der Segomat einen bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Aktionsplan für das Unternehmen. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Unternehmen können sich sowohl digital als auch vor Ort in den regionalen Anlaufstellen ihrer Industrie- und Handelskammern informieren und die Angebote der Transferstelle nutzen. Um mal eben in der IT-Sicherheit voranzukommen, da ist, glaube ich, jeder Schritt einfach wichtig. Unter dem Segomat kann jedes Unternehmen starten, strukturiert an seiner IT-Sicherheit sich jeden Tag zu verbessern. Starten Sie den Segomat jetzt und informieren Sie sich zu den weiteren Schritten bei Ihrer IHK vor Ort sowie online auf tisim.de. Einfach, sicher, machen.